Es ist endlich soweit, Leute. Wir haben einen Project Playtime Trailer. Das neue Poppy Playtime Game, was im Dezember rauskommt, was ein Co-op-Game sein soll. Also auf jeden Fall Multiplayer. In wie viel Multiplayer wirklich drin ist, werden wir jetzt aber sehen. Denn wir haben einen Official Cinematic Trailer bekommen, Leute. Der geht sogar 2 Minuten 40. Ich glaube, von keinem einzigen Poppy Playtime Game war der Trailer 2 Minuten 40 lang. Deswegen schauen wir uns den jetzt mal zusammen an, Leute. Das Game kommt im Dezember. In einer Woche ist Dezember. Mal sehen, wann es wirklich kommt. Ob es direkt Anfang Dezember kommt oder so. Aber auf jeden Fall bin ich ultra gehypt, Leute. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn ihr auch so gespannt seid auf Project Playtime. Und wir schauen uns jetzt mal zusammen den Trailer an. Okay, Leute, wir starten rein. Bronn geht's gar nicht gut. Oha. Okay, wir schauen uns den Trailer erst einmal komplett an, Leute. Wir analysieren später, okay? Aber wir haben 4 Spieler gesehen. Da liegt eine Hagiwagi-Figur. Oh mein Gott, wie gut wird das bitte? Oh! Ein böser Mini-Hagi? Was? Geräusche aus der Fabrik? Ein großer Hagi! Oh mein Gott! Ey, wie krass sieht das bitte aus, Leute? Oh, Backe! Grab Pack! Tür zu! Boah! Gerade so gerettet. Mann, Longlegs war auch da. Er will schnell in den Zug. Tür ist zu. Oh nein, da ist noch irgendwas drin, oder? So eine Musikbox. Oh, das ist der Stern, den wir im Analysebild gesehen haben. In diesem Bild, was wir analysiert haben. Die Box mit dem Stern. Da kommt eine Hand raus. Und noch eine Hand und Beine. Und ein Kopf. Es hat ihn einfach reingezogen und gefressen. Jetzt fährt der Zug los. Alter. Oh mein Gott. Leute, ich habe mit vielem gerechnet. Aber das ist ja mal unglaublich strong. Was war das bitte für ein Trailer? Am 6.12. In 2 Wochen. In 2 Wochen. Yo. Ey, wie krass ist das? Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Leute. Ich muss mich erst kurz sammeln. Bevor wir jetzt groß den Trailer aber analysieren und uns jede einzelne Szene nochmal genau angucken, bin ich gerade erstmal auf die Steam-Page gegangen. Haben wir eben im Trailer gesehen, dass wir jetzt schon eine Steam-Page haben. Perfekt. Da könnt ihr das Spiel dann nämlich auch schon vorbestellen. Wir schauen uns jetzt aber gerade mal hier die Bilder erstmal an. Hier haben wir irgendwie Hagiwagi wie in so einer Art Lagerraum. Links geht irgendwie eine Treppe runter. Alle möglichen Sachen in den Regalen drinne. Und hier haben wir einen Gameplay-Screenshot. Okay, oh mein Gott, das Game wird so krass, Leute. Also scheinbar spielen wir aus der Third-Person-Sicht auf jeden Fall. Nicht mehr First-Person wie im ersten Spiel. Hier haben wir 2 Spieler mit offensichtlich verschiedenen Skins, die man dann scheinbar benutzen kann. Wir haben hier ein Missionsziel. Wir sollen Spielzeugteile sammeln. Und die sind hier oben auch angekreuzt. Und dafür haben wir scheinbar 10 Minuten Zeit. Unten links haben wir eine Lebensanzeige. Wir sehen, wie viele Spieler noch am Leben sind. Und was das hier unten rechts ist, weiß ich nicht. Könnte vielleicht ein Knopf sein fürs Grab Pack oder irgendeine Spezialfertigkeit, die man vielleicht bekommen kann oder sowas. Sieht extrem nice aus, das Gameplay. Wir gehen mal noch eins weiter. Was ist das für eine Map? Sieht aus wie einen Opernsaal oder so, der hier komplett verlassen und runtergekommen ist. Mit so einem Hagiwagi-Ding auf der Bühne. Okay, hier haben wir dann... Oh ne, wir spielen doch aus der First-Person-Sicht. Vielleicht kann man aber auch switchen zwischen First- und Third-Person, keine Ahnung. Und ihr seht, dass es auf jeden Fall verschiedene Grab-Packs geben wird. Das hier sind die Hände von dem Monster, was aus dieser
aus dieser Musicbox gekommen ist eben. Jetzt haben wir hier oben rechts nochmal stehen, 6 Spielzeugteile müssen wir sammeln. Und hier haben wir jetzt unten rechts noch mehr Fertigkeiten. Irgendwie so eine Clownhand? Kann man vielleicht auch kämpfen gegen die Spielzeuge und den Schaden zufügen? Sieht ein bisschen so aus. Und hier haben wir schon mal 3 Spieler auf dem Screen. Also sind wir selber und hier links sehen wir wahrscheinlich die beiden Leute, die noch mit drinne sind und noch am Leben sind scheinbar. Okay, boah, das wird so brutal. Hier haben wir das Monster aus dieser Musicbox. Das ist also auch on the road. Keine Ahnung, wie das Vieh heißt, aber sieht brutal übel aus. Ziemlich große Clown, ziemlich großer Mund und garantiert ziemlich gefährlich. Aber ultra cooles Design, wie ich finde. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das Monster findet. Das ist ja jetzt das einzige neue Monster, was wir bis jetzt gesehen haben. Und ich finde, es sieht ultra cool aus. Dann haben wir hier... Okay, also man kann auf jeden Fall Skins ausrüsten. Und man sieht dann einfach aus wie Huggy Wuggy. Brutal cool. Okay, Ah, das ist einer von diesen Räumen, als wir noch Musical... Nee, nicht Musical Memory. Dieses eine Game, was wir gespielt haben, wo die ganzen kleinen Huggy Wuggies aus den Rohren gekommen sind. Das sieht auch so aus, als könnte das hier so ein Game sein. Hier haben wir dann nochmal einen Screenshot, wo man von diesem Monster verfolgt wird. Okay, und man hat unten links, man hat scheinbar 3 Leben. Man kann also vielleicht ein paar Mal von einem Monster erwischt werden und man ist nicht direkt raus aus der Runde, so wie das aussieht. Und hier sind die Teile von Catby gerade am Sammeln, könnt ihr hier oben sehen. Okay, extrem strong. Und hier haben wir nochmal einen Screenshot von irgend so einem Bereich auf der Map. Also, meine Analyse von diesen Screenshots ist es auf jeden Fall, dass wir verschiedene Maps haben werden. Wir können, glaube ich, mit bis zu 4 Spielern spielen. Also wir selber und noch 3 andere. Wir haben ja eben im Trailer auch 4 Leute gesehen und wir analysieren gleich auch nochmal den Trailer, Leute. Keine Sorge. Wir können, denke ich mal, mit 4 Spielern spielen, haben dann aber auch verschiedene Maps zur Auswahl. Vielleicht auch mit verschiedenen Gegnern, dass wir pro Map dann auch immer unterschiedliche Gegner haben oder so. Mummy Longlegs, Huggy Wuggy, dieses neue Music Box Monster. Ich weiß nicht, wie der Kollege heißt, aber er sieht sehr böse aus. Und wir haben verschiedene Skins, verschiedene Grab Packs, die man vermutlich freischalten kann. Vielleicht muss man sie auch kaufen. Solange es nur kosmetisch ist, ist das ja alles cool. Also ich persönlich finde Microtransactions nicht schlimm. Solange es nur für Skins und sowas ist, geht das voll fit, wie ich finde. Aber das Game sieht extrem cool aus, Leute. Oh mein Gott. Hi there. My name's Leif Pierre. Oh, wir haben hier noch einen... Wir haben noch einen Trailer. Auf der Steam-Page. Welcome to your job as a resource extraction specialist. Okay. Okay. You need to collect toy parts to make a giant toy. Ja. Get that giant toy on the train, then leave. Okay, ja. Bleibt zusammen, steht da. Oh, da waren sogar ganz viele Spieler gerade. Oh mein Gott, wir haben 2 Trailer, die wir analysieren müssen. Oh mein Gott. Oh! Da stand gerade Play Both Sides. Können wir als Monster spielen? Wir können als Monster spielen, Leute. Project Playtime. Wir können als Monster spielen. Da stand Play Both Sides. Einer wird das Monster sein, die anderen Spieler müssen abhauen. Es ist quasi Dead by Daylight in Poppy Playtime. What the hell, man? Okay, es ist gerade so viel krasser geworden. Moment, das müssen wir uns nochmal kurz anschauen. Also wir sind irgend so ein Research, irgendwas Typ. Wir müssen Spielzeugteile sammeln. Das haben wir ja schon analysiert. Wir müssen Spielzeugteile sammeln und daraus ein großes Spielzeug bauen. Das haben wir jetzt gerade verstanden. Wir haben offensichtlich verschiedene Maps. Wir können uns in Spinden verstecken. Wir haben hier auf dem Screen sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spieler, Leute. Also wenn wir scheinbar ein Spieler sind, der unterwegs ist, dann sind wir scheinbar in der Third-Person-Sicht, wenn ich das hier richtig sehe, so wie das aussieht. Aber Leute, First-Person können wir aber auch spielen. Okay, keine Ahnung. Wahrscheinlich kann man zwischen den Ansichten umschalten, würde ich jetzt mal sagen. Aber Leute, Play Both Sides. Wir können also die Spieler sein, die die Spielzeugteile suchen. Oder, liebe Leute, wir sind eins der Monster. Und wir haben eben sogar kurz Bilder gesehen aus der Sicht von einem Monster. Hier so viele verschiedene Grab-Pack-Hände. Sieht ultra cool aus. Okay, hier sind wir offensichtlich Mummy Longlegs, Leute. Und, oh, ach so, wir haben eben noch einen Screenshot gesehen mit diesen Clown-Händen, wo wir dann unten rechts verschiedene Fertigkeiten hatten. Das war also aus der Sicht vom Monster. Wenn wir also eins der Monster spielen, eins der Spielzeuge, haben wir unterschiedliche Fertigkeiten, um die Spieler zu schnappen und sie uns, einzuverleiben, sage ich mal. Hier sind wir gerade, hier sind wir aus der Sicht von Huggy Wuggy. Hier sieht man die gelben Hände, wo die Spieler hier abhauen und die Tür schnell hinter sich zumachen. Hier haben wir auch irgendwelche, hier haben wir einen Hack. Da können wir die Spieler ganz fest umarmen und einmal richtig zudrücken, Leute. Oh mein Gott,
Das Spiel ist so viel krasser geworden gerade, als ich jemals gedacht hätte. Oh, Backe. Okay. Oh, man. Das wird nice. Das wird brutal krass. Hier nochmal der Screenshot, den ich eben meinte, wo wir offensichtlich das Monster aus der Musicbox spielen. Uns werden hier scheinbar, ich habe mich eben schon gefragt, was diese gelb leuchtenden Dinger hier sind. Ich denke mal, uns werden hier Verstecke oder sowas angezeigt. Oder irgendwas anderes, was wir auf jeden Fall kontrollieren sollten, wahrscheinlich, wenn wir als Monster spielen. Und haben hier unten rechts diese Fertigkeiten. Wir können unsere Hand wahrscheinlich ausstrecken, um irgendwen zu packen. Können Schaden zufügen mit einer Klaue halt logischerweise. Was die Fertigkeit auf G ist, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aber so sieht es dann auf jeden Fall aus, wenn man als Monster unterwegs sein wird. Und das, wow, okay, es wird wild. Wir analysieren jetzt nochmal den langen Trailer, was da alles Wichtiges drin war. Das wird brutal. Also, ich habe mit vielem gerechnet, aber nicht, dass es so umfangreich, so cool wird. Ich dachte vielleicht, das wird so eine Art Minigame, wo wir so eine Map haben, wo wir ein kleines Abenteuer erleben können, was vielleicht eine Stunde geht und wir spielen mit zwei Leuten im Koop, dachte ich. Ich wusste nicht, dass es quasi Poppy Playtime Dead by Daylight Edition wird. Übel. Aber während ich mir gerade den großen Trailer nochmal angeguckt habe, Leute, ist mir so aufgefallen, eigentlich gibt es hier gar nicht viel, was wir jetzt nur analysieren müssen, weil wir eben schon den Gameplay-Trailer analysiert haben. Und wir sehen ja hier drin eigentlich nur, wie das Gameplay dann final quasi, oder wie das Gameplay in einem Cinematic-Trailer aussieht. Obwohl ich den kleinen, gruseligen Huggy extrem lustig finde. Und jetzt geht's ihm gar nicht mehr gut. Aber am krassesten ist einfach das Monster. Ich frag mich, wie sein Name ist, aber damn. Dem geht's gar nicht gut. Aber Leute, ich würde sagen, lasst mal eure Meinung bitte zu den Trailern, zum Gameplay, was ihr bis jetzt so gesehen habt, in den Kommentaren da. Ich glaube, das Game wird ultra, ultra cool. Ich bin jetzt mega gehypt, Leute. Am 6.12. ist es soweit. Deswegen abonniert den Kanal. Damit ihr es nicht verpasst, wenn es soweit ist. Wir sehen uns dann. Euer YouTuber verabschiedet sich. Macht's gut und bis dahin.